Como. Heute bei der Saisonabschlussfeier haben die Fans doch mal die Möglichkeit, sich persönlich von den Spielern zu verabschieden. Der ein oder andere wird sich noch ein Autogramm holen oder einen Fanartikel kaufen. Alle interessiert wohl eher die Frage, wie wird es nächste Saison weitergehen? Und ich bin gespannt, ob wir vielleicht heute etwas Näheres erfahren werden. Soweit ich weiß, wird heute keine große Botschaft hier verkündet werden. Und mir willst du es auch wahrscheinlich nicht erzählen? Nein, wir haben uns entschieden, Presse und alle Medien erstmal rauszuhalten. Wir sind in Gesprächen, so viel kann man sagen. Und alles andere müssen wir dann abwarten, bis wirklich die Tinte getrocknet ist. Vorher zu spekulieren ist eigentlich sinnlos. Please explain me, why it is so important for you to be here today? Just to show the fans our appreciation for them, all the dedication, all season. They've been supporting us through thick and thin, through a down season, and I just really appreciate it. Gehört ihr dazu auch beim letzten Mal, sich mal von den Spielern zu verabschieden, auch nochmal von den ganzen Bekannten hier aus dem Kreis der Baskets, die man jetzt ja so offiziell zumindest über den Sommer hin nicht sieht, einfach nochmal tschö sagen. Ich glaube, das gehört einfach dazu, egal wie die Saison ausgegangen ist. Die Saison war bitter, es wird nicht alles wiederholen. Ich habe mich besonders geschmerzt auf der Tribüne, weil, ich sag mal so salopp, ihr seid ja alle meine Gäste, habt dafür bezahlt und wenn ich weiß, wie in einem Restaurant, dass dem Gast das Essen nicht schmeckt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich fühle. War alles schlecht oder was können wir Positives aus der Saison ziehen? Also ich ziehe persönlich aus der letzten Saison, dass es ein richtiger Schritt war, unseren Jugendlichen, die im eigenen Verein groß geworden sind, einen so langfristigen Vertrag zu geben. Die haben natürlich auch, insbesondere der Fabian, von der schlechten sonstigen Leistung profitiert, haben natürlich dadurch viel Einsatzzeit bekommen, aber haben sie auch genutzt und haben gezeigt, dass auf einem talentierten Körper der richtige Kopf sitzt. Und da freue ich mich sehr auf die Zukunft. Ich muss halt darauf aufbauen, was ich jetzt die Saison erreicht habe und mich dann jetzt den Sommer nutzen, noch weiter zu verbessern, um dann in der kommenden Saison dann noch wirklich eine Chance zu haben. Was wäre denn dein Ziel für die nächste Saison? Mein Ziel für die nächste Saison, dass ich ein paar Kilo schwerer bin und vor allem ja basketballerisch auch halt mich durchsetzen kann mehr und halt auch dann die entsprechenden Rollen spiele halt jetzt auch mal in Bonn und so. Wen werden Sie denn nächste Saison am liebsten wieder im Trikot von dem Basket sehen wollen? Ich sage Chris Ensminger, Mark Tindale, Nick Wise, gerne auch Patrick Flomo, wobei da halt die Frage ist, wie rechnet sich das mit Verletzungen, wie hoch ist Verletzungsrisiko und so weiter. Aber vom menschlichen her als Identifikationsfigur würde ich ihn auch gerne hier sehen nochmal. Ja, da haben wir das. Alex King. Alex King. Alex King. Wen möchtest du nächste Saison wiedersehen? In jedem Fall Chris Ensminger und Leute, die so kämpfen wie er. Ich halte das für überragend für einen Mann, der 37, 38 Jahre alt ist. Wenn der derjenige ist, der als Leitwolf hier auftritt und gekämpft hat wie kein Zweiter, sich wirklich Gedanken gemacht hat, was man dem Mann angemerkt hat, trotz Verletzungen gespielt hat. Und dafür waren dann aber einige andere, die viel jünger waren und viel mehr hätten bringen müssen und gar nichts gebracht haben. Also was mir auf jeden Fall gefehlt hat, diese Saison war Leidenschaft in den Spielen. Leidenschaft, Emotion und vor allem, was dann halt der Kampf und wirklich der Siegeswille, dann wirklich noch das Letzte rauszuholen. Das würde ich mir dann von den Spielern auf jeden Fall wünschen, dann nächste Saison. Und du wirst nächste Saison auch wieder dabei sein? Ich bin generell auf jeden Fall dabei dann. Wie wird denn das Team nächste Saison aussehen, womöglich? Ich denke, wir werden an zwei Faktoren investieren, Spielintelligenz und Einsatz. Wer in Bonn nicht 40 Minuten kämpft, hat hier wenig verloren. Und ich denke, die Fans müssen einfach mal akzeptieren oder einfach nur dulden, tolerieren, dass man in den 15 Jahren leider sich in der Teamchemie auch mal so vergaloppieren kann. Aber es ist mein wirklich inständigster Wunsch, dass wir hier rausgehen nächste Saison und sagen, wow, die haben gekämpft, die haben alles gegeben. Ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist als Mannschaft, auch nach so einer Saison uns hier zu zeigen für unsere Fans. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass unsere Fans auch nach dem Ausscheiden in Frankfurt waren mit dem Bus, in Quakenbrück waren mit dem Bus. Die haben uns weiter unterstützt, auch hier beim letzten Heimspiel. Auch wenn die Saison nicht nach
nach unseren Wünschen und den Wünschen der Fans verlaufen ist. Wir haben alle, trauern alle ein bisschen, glaube ich. Es ist wichtig, dass man hier aufschlägt und wieder positiv mit den Fans umgeht, lächelt und die wieder aufbaut, denn der Sport in Bonn oder der Basketball in Bonn geht weiter. Und dafür müssen wir uns auch für die Fans da sein. Ja, wir haben natürlich in der ersten Saison erschwerte Bedingungen, so wie jeder Club, wenn so ein Schwergewicht wie FC Bayern München in die Liga tritt. Dann ist natürlich ein Playoff-Platz schon mal per se vergeben. Und insofern kommt es mir aber trotzdem sehr locker über die Lippen, dass wir nächste Saison in den Playoffs sein werden. Ja, finde ich klasse. Also dann denke ich auch mal, dass Sie auch die Kandidaten sind, die nächstes Jahr wieder die Baskets richtig anfeuern werden. Ja klar, gibt es eine Dauerkarte. Ganz zur Diskussion, genau. Der Telekom-Dom leert sich. Es war eine schöne und eine versöhnliche Saisonabschlussfeier. Jetzt geht es in die Sommerpause und auch für Baskets TV geht es in die Sommerpause. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei allen fürs Zusehen und freuen uns auf die nächste Saison.